Heute will uns Robert das Desinfektionsmittel der Zukunft vorstellen. Robert, Du bist ja bekannt als jemand, der sich weit voraus wagt und du sagst, du wirst jetzt ab sofort oder demnächst das Desinfektionsmittel der Zukunft vertreiben. Bist du selber drauf gekommen? Na, ich bin nicht selber drauf gekommen, aber es sind ein paar Menschen, die sich damit beschäftigt haben und Ja. sie brauchen einen, der einen gesunden Menschenverstand hat und die Sache vielleicht überdenkt, wie, was kann man machen, wo kann man es anwenden alles. Und deshalb habe ich gesagt, probier mal, Mensch zu helfen, nicht an Keimen zu sterben. Was mich am Ja. meisten ärgert, dass in deutschen Krankenhäusern ein stinknormales Desinfektionsmittel verwendet wird. Das sind jährlich 40.000 Fußamputationen, was in deutschen Krankenhäusern vor sich geht. Du gehst mit zwei Füßen rein und kommst als einarmiger Bandit raus. Oder sie sagen dir, beide Füße sind weg, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Füße sind weg, aber wir haben einen gefunden, dem die Schuhe passen. Ich finde es richtig, richtig schmerzhaft, was da passiert. Du meinst aufgrund von Von Keimen, genau, die Keimen? Keime vermehren sich, die Krankenhäuser, die Operationssäle und alles. Und das Personal trägt die Keime von A nach B, von B nach A. Die Patienten werden infiziert. Die Leute haben schon Riesenangst, reinzugehen in Krankenhäuser. Da ist schon die Angst. Und ich habe sowieso schon eine Sendung gemacht, wo ich über Cetirizidal gesprochen habe. Cetirizidal ist ein Grapefruitkernextrakt. Grapefruitkernextrakt, der tötet Pilze, Keime, 320 Bakterien, Viren, was auch immer, 120 Viren, 120 Pilze. Aber um Cetirizidal, ich weiß, vielleicht unter die Menschen zu bringen, ist zu teuer für Kranken im Krankenhausbereich, im Sportbereich, Schwimmbadbereich. Aber das sind alle chemische Perchlor-Desinfektionsmittel und nicht nur der Gestank von Chlor, das ist richtig. Ich brauche ein Desinfektionsmittel, was pH-neutral ist. Kein Desinfektionsmittel, was da Keime tötet. Und nachher habe ich ein saures Milieu, da alles ist zerstört. Ja, Da kann ich ja. die Nachwirkung vom Desinfektionsmittel wieder in Ordnung stellen. Das ist für mich kein Desinfektionsmittel. Cetirizidal haben sie mitgenommen und ich kann für mein Gewicht zum Beispiel bei 10 Kilo, das bedeutet 3 Tropfen, 30 Tropfen in Glas Wasser dreimal am Tag, hast keine Keime, überlebst im Krankenhaus. Aber die guten, Die die du im Kunden, Darm hast, die werden nicht zerstört, Cetirizidal habe ich auch okay. gesagt, aber ich will ein Desinfektionsmittel, das überall in jedem Bereich, wo man zu Hause benutzen kann, wo man zum Beispiel auch, ich weiß, keine Resistenz gegen Flora, wo zum Beispiel auch eine Pflanze nicht einen Schaden erleidet, ein Tier nicht erleidet, du desinfizieren, aber Achtung, ich muss rausgehen, den Raum verlassen und dann irgendwann komme ich, wenn die Gase sich verflüchtigt haben und die meisten Desinfektionsmittel oder haben einen eigenen Geruch, dass du gar nicht mehr aufhalten, dass der Raum, du kommst davor wie in ein Krankenhaus. Gibt wahrscheinlich, ich weiß, Abneigung von mir im Magen, weil ich war das letzte Mal mit 13 beim Arzt. Ich kann Krankenhausgeruch nicht riechen, obwohl ich mich in Krankenhäuser begebe, um Menschen zu helfen. Da gehe ich auch über Geruch, dann wäre ich immun gegen die Dinge, aber gehe rein und rede halt Tacheles, was da läuft und was eigentlich in deutschen Krankenhäusern läuft. Aber dieses Mittel, wie siehst, schaut da her. Ich sprühe im Mund rein, auch wenn ich viele Leute haben heutzutage Implantate und neben den Implantate bilden sich Entzündungen. Das verhindert Entzündungen. So, es ist anwendbar überall. Ich werde nachher sagen, überall, wo es anwendbar ist. Dann mache ich auch das und mich hat das begeistert, weil sie haben gesagt, das Desinfektionsmittel ist bis zu 300 Mal effektiver als andere Mittel. Aber Kanistermäßig, was man kann. wie kommt das, wenn es nicht, wenn es Ja. so gestaltet ist, dass du es dir in den Mund sprühen Ja, kannst? und es ist auch lebensmittelecht. Und also ich habe jetzt so Dinge, also so kleine Dinge der Story dahergeschrieben. Es ist auch eine Lösung 1 zu 10 gut verbraucht für Oberflächen. Es ist, tötet Bakterien, besonders Legionellen, was die meisten Leute, der Boiler läuft auf unter 60 Grad, duscht, hast die Legionellen in der Nase, dann hast du ein Ding drin, kann auch tödlich enden bei schwachem Immunsystem. Pseudonymas, obwohl auch Pseudonymas habe ich jetzt, war in Polen, war eine ältere Frau, ich war bei der Messe, waren 700 Leute, noch einen Vortrag in Polen gehalten. Sagt der Frau, ja, vielen Dank, Sie haben mir voriges Mal Grapefruitkernextrakt gegeben, ich habe Pseudonymas weggekommen. Das heißt, das mit dem Naturmittel ist weg, was die Ärzte nicht geschafft haben. Und dieses Mittel schafft auch Pseudonymas, ist auch lebensmittelrecht. Wasser, es kann mit ganz normalem Wasser gemacht werden, die man normales Wasser mit die vier Komponenten macht. Flüssigkeit und ich sage, steht auch drin, tötet Bakterien, Viren, vernichtet Pilze. Reinigt infiziertes Trinkwasser, infiziertes Trinkwasser reinigt. So, wenn Okay, Wasser wie? infiziert ist, Das einfach heißt also, vermischen. Ein gewisser Prozentsatz sein dem ja. Wasser, natürlich ist kein. Okay, Geschmack mehr oder weniger, ich weiß nicht, mit was infiziert ist, wird wahrscheinlich Geschmack, aber in Sachen Bakterien und Keime ist es keimfrei. Auch ganz so. Afrika oder wo auch immer,
thermifiziertes Ding fasse. Würde ewig dauern, aber das habe ich den Leuten auch immer empfohlen, auch mit Traum, mit Grapefruitkernextrakt, wenn du irgendwo hingehst, bist du irgendwo in Afrika, nimmst so ein Glas Wasser von so einer Nashornpfütze, wo Nashorn reingekackt hat oder was, und tust ein paar Tropfen rein, misch durch, kannst trinken. Tatsächlich? Genau, klar. Und das funktioniert. Und das Tollste ist, das kann angewendet werden in die Schleimhäute und sowas. Mhm. Innere und außer, genau, in die Schleimhäute rein. Orale Verabreichung, rektale Verabreichung. Du kannst auch von hinten rein, wahrscheinlich nicht mit der ganzen Flasche, weil passt nicht rein. Aber wahrscheinlich mit dem Schlauch kann man innerlich geben. Okay. Und Darmsanierung, stärkt das Immunsystem. Also innen und außen. Und zur Verkürzung oder als Alternativ zur Antibiotikatherapie. Man kann auch viele Sachen produzieren, bevor man Antibiotika, ziehe ich mal erst so kurz rein. Und dann sehe ich, ob Antibiotika. Ich habe jetzt auch, es ist da wirklich verletzt, da habe ich meinen Fuß schön verletzt, habe ich auch schön draufgesprüht. Ja. Das war's, das war gestern. Wunde hat sich nicht infiziert, ist gar nichts passiert. Weitere Sachen, wo man anwählen kann, bei Pilzerreger, bei viralen Infekte, sind ein Haufen Anwendungsbereiche und die kannst bei Tieren, bei Menschen und plus, weil ich sehe, den Sportbereich, was abgedeckt werden kann, die Leute schwitzen, die Keime, was auch immer, Keime fangen sie an. Ist ein Riesenmarkt für das Ding. Mir geht es nicht um den Markt, mir geht es um die Wirkung. Wenn ich ein Mittel habe, wo ich keine Angst haben kann, warum soll ich andere Mittel haben, wo ich also sie... Also Nebenwirkungen oder, genau, klar. Gibt es genau keine. Wie bei Medikamente, natürliche Mittel. Natürliche Mittel haben keine Nebenwirkungen. Nein, es werden bekämpft, verboten. Und es sind Mittel, wo ich Risiken eingehe. Ich muss keine Risiken eingeben, auch wenn viele sagen, ja, ich bin gut versichert. Es ist ein Haufen Sachen, Allergien, Ekzeme, Störungen, Arthritis, Erkrankung, Vorbeugung von Brucellose. Brucellose meist im Rinderbereich. Bronchitis, Therapie wahrscheinlich über die Schleimhäute. Das hält nicht. Ich finde einen ganz tollen Anwendungsbereich und darum, ich weiß, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, ist egal. Ist ja spannend. Muss auch nicht rum, ist auch nicht ein Tag gebaut worden, aber ich bin an der Sache dran, die wird kommen und dann, beste Mensch, und wenn Sie Informationen wollen, kriegen Sie Informationen. Also wenn ich, unter normalerweise Desinfektion, da denkt man einfach nur an Biozid. Ja, genau. Aber diese Kombination scheint sozusagen, wo es ums Milieu geht. Ja, genau, also ein Milieu herzustellen? Ein Milieu herzustellen, wo kein Ding, aber das andere Milieu nicht zu zerstören. Und das ist wenn's vielleicht... Nicht giftig für Pflanzen, nicht für Tiere, für alles. Und Analysis habe ich bei meinem Hund gehabt, in Deutschland nicht, in Rumänien immer hinken, alle 2 Wochen ausdrücken. Ja. Durch den, wahrscheinlich haben die Keime, du ziehst ja über die Haut ein. Mhm. Bedeutet, wenn ich einziehe, zieht sich alles rein im Gewebe und dadurch haben die Keime keine Chance. Mhm. Die können nicht wuchern und können nicht dann Entzündungen entstehen. Bruce Lipton sagt, der Zellforscher, das Milieu ist alles, genau. Die Zelle nichts. Das heißt, es geht um das Milieu und dieses Desinfektionsmittel ist kein pures Desinfektionsmittel, sondern offensichtlich ein Kombination Milieubewahrer heißt im Holländischen Umweltschützer. Milieubewahrung. Ja. Das lese ich auch bei Asthma. Auch bei Asthma. Asthma. Therapie bei Bronchialasthma. Wahrscheinlich durch ein Oxygen, was da drin ist. Das ist noch Sauerstoff. Ja. Auch, finde ich richtig ganz toll. Und wer weiß, was für was noch gut ist. Okay. Also wir sind gespannt, ob das... Es sind auch verschiedene Krankheiten. Bäume sterben heutzutage aus. Ich habe auch bemerkt, Olivenbäume sterben, diese Krankheit. Bei mir, ich wohne in der Steiermark jetzt, Kastanienbäume, das ist eine Kastanienbäume-Krankheit, die greifen vielleicht, probiere ich sie mal mit einem Eimer Wasser, mal denen was zu geben oder zu besprühen, so ist was passiert. Das sind viele Sachen, aber ich sage, die wenigsten Menschen haben Zeit. Ja. Sie wollen leben, die wollen genießen, die wollen feiern. Das Leben ist eine Orgie, ein Feuerwerk von materiellen, ich weiß, Dingen, aber gefühlsmäßig müssen wir sonst noch arbeiten. Nützt ja nicht, wenn ich innen tot bin und draußen die Sterne funkeln. In mir spüre ich gar nichts. Und so wie ich sage, das Infektionsmittel der Zukunft, eigentlich die Zukunft beginnt jetzt. Jetzt ist schon Zukunft und deshalb werden wir sehen, was es bringt. Bis jetzt alles, was ich gemacht habe, hat Hand und Fuß gehabt. Ich bin niemals auf die Schnauze gefallen. Und das hat für diejenigen, die es benutzt haben, richtig Mehrwert gebracht. Und dadurch finde ich es schon in Ordnung. Ich danke dir, Robert. Ja, danke. Habe sehr viel nochmal über Desinfektion gelernt, dass das weit mehr ist als nur sozusagen. Können wir, bevor uns die Hände geben, kann ich die desinfizieren? Gib mal deine Hände her. Nein, so, da und so. Danke. So, die Hände geben. So. Bis zum nächsten Mal. Okay. Wir kein Risiko eingehen. Bis zum nächsten Mal.